Hallo und herzlich willkommen zur ganz offiziellen Fragestunde oder wie auch immer wir das nennen wollen, keine Ahnung. Ich hatte euch vorgeschlagen, dass ihr mir einfach ein paar Fragen stellen könnt. Da sind auch einige eingegangen. Außerdem hat man mich gebeten, noch einen kurzen, abgekapsten Lebenslauf mal von mir zusammenzufassen. An dieser Stelle noch, ich habe einen Engelsblick verstochen. Der ist damit erfüllt. ja, bevor ich euch die ganzen Fragen beantworte, wollte ich euch noch kurz mitteilen, dass neben The Room eben jetzt auch bald One Late Night kommt, beziehungsweise das kommt heute sogar raus. Also wenn ihr das seht, dann kommt heute 18 Uhr am Donnerstag auch One Late Night raus. Genau. Davon habe ich jetzt erstmal 3 Folgen aufgenommen. Mal gucken, wie es so läuft. Und ja, ich habe noch eine Lizenzanfrage für The Long Dark und kläre gerade noch mit einem Let's Player ab, ob wir nicht ein Let's Play Together machen wollten von Grim Legends. Diesen Let's Player findet ihr auch auf unserer Gamer-Netzwerkseite. Ja, genau, ich bin jetzt einem Game-Netzwerk beigetreten, wenn man das so nennen kann. Den Link dazu findet ihr auch wieder unten in der Beschreibung, genau wie meine Homepage, wie Facebook, Twitter, Google Plus und alles andere, was da reinpasst, halt. Ja. Muss ich noch irgendwas erwähnen? Ich glaube nicht. The Forest will ich jetzt demnächst mal weiterspielen, aber ich habe noch keine richtige Zeit gefunden. Ich bin momentan in einer Weiterbildung und dadurch doch ganz gut beschäftigt und komme nicht wirklich zum Aufnehmen. Aber keine Sorge, es ist bis jetzt, bis nächste Woche, Mitte nächste Woche vorproduziert und ich habe demnächst auch wieder ein paar freie Tage, wodurch ich dann wieder auch fleißig aufnehmen kann. So, genug gelabert. Genug dazu zumindest. Kommen wir mal zu dem Lebenslauf. Und zwar, was gibt es über mich zu erzählen? Ich bin in Sachsen geboren und aufgewachsen. 20 Jahre habe ich insgesamt dort gelebt. Mit meiner Familie, unter anderem meinem älteren Bruder, den ich habe. Ich war eigentlich schon immer ein Tierner, absoluter Tierner, besonders Hunde haben es mir angetan. Ich glaube, es hätte auch beinahe mein erstes Wort sein können. Ich bin jedem noch so gefährlichen Hund um den Hals gefallen und habe, streicheln, gemacht. Mir ist zum Glück nie was passiert, von daher ist meine Macke auch geblieben. Ja. Meinen eigenen Hund habe ich dann mit 15 Jahren bekommen. Das hat mich unfassbar stolz gemacht. Der ist leider jedoch jung verstorben. Deswegen trage ich ihn hier immer mit der ab und an störend blendenden Kette um meinen Hals bei mir. Genau. Die sieht man halt ab und an bei den Aufnahmen. Da blinkelt sie so durch meine Beleuchtung immer wieder mal so rein. Ja, genau. Ansonsten habe ich dann mein Abitur gemacht und bin bezüglich einer Ausbildung halt nach Baden-Württemberg gezogen und arbeite hier nun im sozialen Bereich. Genau. Ich bin jetzt 24 Jahre alt inzwischen. Oh, ist das alt? Nein, ist es nicht. Und verfolge weiterhin halt meinen Job in erster Linie. Das hat die oberste Priorität für mich. Und halt meine ganzen Hobbys, eben meine eigenen Haustiere, die 2 Hunde, die 2 Chinchillas. Aber auch eben meinen Pflegehund, den ich 1 bis 2 Mal die Woche habe und versorge, das Hundetraining generell, was ich mache. Ich bastel viel, ich häkel viel. Die Leute, die auf Facebook angemeldet sind, haben da schon 1, 2 Werke sehen können, die ich unter anderem in meiner wenigen Freizeit mal mache. Genau. Ich glaube, das passt erstmal so als grober Abriss von meinem Leben. Sind so die wichtigsten Fakten erstmal. Ansonsten wurde ich gefragt, wie ich zu meinem Nicknamen gekommen bin. Nickname? Ja, Nickname. Kann man das so sagen? Ja. Lady Mirabelle. Und zwar ist das Lady eher ironisch gemeint, weil ich absolut nicht Ladylike bin. Ich bin halt echt so ein bisschen kumpelhaft veranlagt, weil ich einfach nur, ja, kurzum, ich habe bis zur 5. Klasse nicht mit Mädchen geredet, warum auch immer. Ich wollte einfach nicht. Ich fand's cooler, mit Jungs auf dem Schulhof rumzutoben und zu machen. Und ja, dementsprechend bin ich auch ein bisschen so ein kleiner Hau drauf. Und Mirabelle ist nicht wegen den Mirabellen, der Frucht, sondern das ist eine fiktive Figur aus einer Geschichte, die ich mal angefangen habe zu schreiben, dann aber nie vollendet oder ja, groß an die, ja, groß irgendjemanden gezeigt habe. Es war einfach mal so für mich hin, so ein bisschen vor mich hingeschrieben. Ja. Dadurch ist Lady Mirabelle entstanden. Das war einfach so der erste Name, der mir einfiel. Genau.
Dann fragen immer wieder Leute, warum trägst du diese Mütze? Ist das nicht warm? Ja, es ist furchtbar warm. Aber jetzt kommen ja zum Glück die kälteren Monate. Und dann wird es nicht mehr ganz so schlimm sein. Ich trage sie in erster Linie, weil ich halt einen Avatar schon habe mit einer Frau mit roten Haaren und einem Löwenkopf auf dem Kopf. Und das fand ich halt sehr cool. Das ist mir irgendwann mal vor, weiß ich nicht, Ewigkeiten mal als ähnliche Abwandlung, als Tattoo mal irgendwo aufgefallen, fand es halt super. Irgendwann habe ich mir das, ist mir das halt wieder ins Hirn gekommen. Ich habe es aufgemalt und da ich eh Sternzeichen Löwe bin und es schon als Kind cool fand, mich wie ein Löwe zu schminken oder zu verkleiden, zu Fasching und dergleichen, ne, dachte ich, das ist eigentlich genau das Richtige. Eine Löwenmütze muss her. Und es hat einfach auch den Vorteil, es ist einfach so, wenn man eine Maske trägt oder eine Verkleidung oder irgendwas, finde ich, hat man automatisch dieses Gefühl, man ist versteckt gewissermaßen und hat dadurch ein bisschen mehr Mut, irgendwas zu machen, was man sich vielleicht so nicht trauen würde. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, diese Let's Plays sind ja ursprünglich so entstanden, weil ich einfach üben wollte, vor Leuten zu reden und einfach so ein bisschen Gefühl reinkriegen wollte und einfach mich dran gewöhnen wollte, auch mal die eigene Stimme zu hören und das nicht schlimm zu finden, ne? Oder eben halt nicht gleich nervös und Schweißausbrüche, wenn man halt vor anderen Leuten reden muss. Das war nämlich schon immer irgendwie so ein bisschen mein Problem. Ich habe es einfach gehasst, schon immer in der Schule Gedichte aufsagen zu müssen oder ja, alles so irgendwelche Gruppenspiele, wo man irgendwo was vorträgt, symbolisiert oder sonst irgendwas. Das hat mich schon immer sehr gestresst, stresst mich auch aktuell noch. Das wurde nämlich auch gefragt, ob meine Angst weniger geworden ist. Ja, insofern, dass ich kein Problem mehr habe mit der Webcam oder so. Ich kann da inzwischen wirklich locker reden. Auch bei den Let's Plays geht es eigentlich ganz gut, außer ich muss mich zu arg konzentrieren oder ärgere mich gerade über irgendwas, dann verschlägt es mir doch noch die Sprache. Aber das ist schon wesentlich besser geworden. Ich könnte es mir aktuell jedoch noch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich jetzt auch diejenigen, die mir zugucken, sehen würde. Ich glaube, dann wäre ich doch wieder so klein mit Mütze. Ja, von daher, da ist noch ein bisschen was zu tun. Aber es ist schon ein ganzes Stück besser geworden, würde ich sagen. Dann wurde ich gefragt, wie ich das überhaupt alles so handhabe. Wie schaffe ich das, neben meinem Job die Aufnahmen zu machen und hin und her? Ich weiß es selbst nicht, ehrlich gesagt. Also, oberste Priorität hat halt für mich einfach wirklich mein Beruf und meine Tiere, meine Familie. Das ist halt für mich, das muss erstmal abgedeckt sein. Und wenn das läuft und funktioniert, dann nehme ich halt auch ein bisschen auf. Was mir dabei hilft, ist eben, dass ich nicht täglich die Folgen von dem Spiel rausbringe, sondern jedes Spiel aller 2 Tage. Das gibt mir ein bisschen mehr Zeit einfach. Und ich versuche es einfach auch so zu nutzen, dass wenn ich mal Zeit habe, freie Tage habe, dann setze ich mich halt hin und versuche mal 3, 4 Stunden aufzunehmen und das dann halt zu schneiden und dann habe ich halt, aua, ach, Finger eingehauen, für längere Zeit gleich wieder so ein bisschen in Puffer und kann es mir dadurch dann leisten, nicht jeden Tag aufnehmen zu müssen, sondern halt mich von frei zu arbeiten, ne? Ja, dadurch geht das eigentlich am ehesten. Genau, und ich glaube, das waren auch schon eure Fragen. Ja, warte, ich gehe mal ganz kurz alles durch, damit ich nichts übersehen habe. Ja, ich glaube, ich habe alles. Also wie gesagt, ja. Falls noch neue Fragen kommen sollten oder dergleichen, kann man ja wieder mal ein bisschen sammeln und vielleicht noch mal ein zweites Info-Video machen. Ansonsten denke ich, reicht das erstmal so zu mir als Person. Jetzt habe ich auch schon wieder gequasselt, ich habe immer einen trockenen Mund. Ich lade heute jetzt, beziehungsweise wenn ihr das seht, habe ich gestern jetzt eben schon die ganzen Videos hochgeladen, sodass wir erstmal bis nächste Woche abgedeckt sind. Und dann gucke ich halt einfach, dass ich euch schön weiter immer gut mit Folgen versorgen kann. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's soweit. Ja, ich hoff's. Wenn nicht, nicht mit mir schimpfen, einfach in die Kommentare schreiben, wenn noch irgendwas sein sollte. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Let's Play oder wie auch immer. Was mich auch interessieren würde, ist euch Webcam bei im Spiel wichtig, also sagt ihr eigentlich ziemlich egal, was für ein Spiel, Hauptsache, also dass man, es kann ruhig eine Webcam dazu oder sagt ihr, nee, schon eher so bei Horror muss es auf jeden Fall sein, also es gibt so gewisse Prioritäten, da muss es einfach sein und es gibt Spiele, da ist es jetzt nicht so wichtig,
Das würde mich schon mal interessieren, damit ich mich so ein bisschen dran orientieren kann. Genau. Von daher, bis bald, macht's gut. Tschüss.